Ich bin in Dresden angekommen. So, ich bin jetzt gerade hier und ich habe mich hier mit dem Helmut getroffen. Ja. Und dem Schänder. Servus. Und jetzt wird erstmal gefressen. Das hier, das ist Fleisch, das wird gebraten. Und dann wird das gleich in unsere Fressen reingesteckt. Das schmeckt einfach nur geil. Das Ohrenkneifer, Junge. Das ist ein Premium-Stück. Das sieht richtig lecker aus. Währenddessen ich jetzt gerade fräse, ist der Seib angekommen. Und er hier, der hat das dann. Ach, das geht noch heller, oder? Ja, aber ich habe gerade keinen Bock, das heller zu machen. Ich das ist schon okay. Das ist ein wundervoller Mann. Das ist ein Empfehlenswertungsgrill mit Würstchen. Lammwürste. Ja. So, wir werden jetzt hier hochkrabbeln und da oben pennen. Und da, wo wir jetzt hochkrabbeln, das ist genau hier unter dieser Brücke hier. Und hier an der anderen Brückenseite, da wird Party gefeiert. Deswegen pennen wir jetzt gerade hier, wo dieser Stein ist. Der Helmut, der saugt sein Kissen auf. Das hier, das ist sein Schlafplatz. Ein Luxusschlafplatz mit Luft drin. Und dann schlafen wir immer mit dieses hier, mit diesem Schaumstoff. Guten Morgen, wir haben es viel zu früh und mein Gehirn schwappt rum von gestern. Aber wir laufen jetzt zum Trödelmarkt. Oder beziehungsweise wir packen jetzt ein und laufen jetzt zum Trödelmarkt. Mit dem vollgeschwappten Gehirn. Da laut, deswegen laufen wir dahin. Ich bin auferstanden. Und das hier, das ist unser Schlafplatz gewesen. Hier unter dieser Brücke haben wir hier gepennt. Und hier geht das tief runter. Und hier ist diese komische Treppe, oder wie das heißt, wo die ganzen Menschen vorbeigehen. Und hier drüber, das ist irgendwelche Bundesstraße, oder wie das heißt. Oder auf jeden Fall eine stark befahrene Straße. Und genau, jetzt werden wir auf jeden Fall unser Schlafplatz einpacken. Wir sind beim Trödelmarkt angekommen. Ja, wir begrüßen euch recht herzlich bei unserem Klettersteigtraining V2. Leider Gottes wurde in Bad Schandau Katastrophenalarm ausgelöst durch die bestehenden Waldbrände in der Böhmischen Schweiz und in der Hintere Sächsische Schweiz. Und deswegen sind wir einfach hier gelandet. Und zwar in der kompletten Verransung des Fernpost-Tanzen. August beklebt den Mann. Der August, der klebt weiter. Das ist ja komplett radikal. Dieser Mann muss dringend neu geölt werden. Das ist so krank. Das ist so geil. Ich glaube, der Mann, der ist die ganze Zeit komplett da, aber er hört lieber einfach zu, anstatt sich an diesem Mist zu beteiligen. Er genießt es, wie so ein Kinofilm, nur ohne Bild. Genau. Ja, das war mal der Schänder vor dem Liter Pfeffi. Das ist doch geil. Zieh mal ein Resümee. Das ist ein lustiger Vormittag. Oder wie das heißt. Auf jeden Fall. Das ist ein lustiger Vormittag, oder wie das heißt. Ich bin die verranzigste Person von ganz Trödelmarkt. Ich geister hier rum, oder wie das heißt. Zeig mal doch mal dein Tattoo. Das ist ein richtig geiler Vogel. Das ist ein wunderschöner Vogel von der Tattoo. Danke gleichfalls. Gebrost. Gebrost. Gebrost, Erik, jawohl. Und ich penne hier im Trödelmarkt. Im Trödelmarkt Ransenpansen, bitte. Ihr Brostmänner. Ein richtiger Überallpenner. Im Genussamok Überallpenner Camp, jawohl. Ich penne sogar hier auf dem Trödelmarkt. Das stimmt. Das kann ich bestätigen. Und das sollten alle auch mal nachmachen. Das ist ein richtiger Überallpenner. Selbst auf dem Flohmarkt Ransenpansen findet er richtige Zeit zum Entspannen. Jawohl, so muss es sein.
hier ist der ehemalige der Platz mit den ganzen Pimmelhimmeln hier. Und er ist endlich auferstanden. Jawohl, geil. Jetzt geht's weiter. Der Tag hat praktisch begonnen. Ne? Guten Morgen. Erstmal ein guten Morgen Bier. Guten Morgen, ich bin zurück. Jetzt wird nach da hinten nehmen, glaube ich. Genau. Wir haben gerade wenig Zeit, wir müssen zur nächsten Session. Der Katastrophenalarm wurde ausgelöst.